Herzlich willkommen an Karo Karo Marsch. Wir werden unsere Traktoren wegholen. An der richtigen Stelle. Für die Oder einklappen. Zwar alle nach ihrem Platz, den wir später dann mal haben sollen. Lust man so eine Markierung, das wäre nicht schlecht, ne? So farblich anders, ne? Aber gut, das ist mal so ein Gedanke. So, wir müssen bald zum nächsten kommen. Und wir wollen heute BGH noch ein bisschen Silage bringen. Und die anderen werden ein bisschen fahren, denke ich mal. Weiß, denke ich. Da! Lassen, freistellen, ne? Und jetzt haben wir alleine. An sich müssten wir 5 Fahrzeuge haben plus ein Kalksteuer. Mal lassen gleich freistellen und fahren gleich selber rein. Muss man eigentlich überall mobile Waschdinger haben, ne? Eine Dusche von oben. Ist ja gut. Dusche an und sauber. So, einer muss noch fahren. Wo? Oder wir haben es übersehen. Ja, da will er sich ja melden. So, wir brauchen unser LKW. Der war irgendwo stehen geblieben. Das habe ich vergessen. Aber Holz machen wir heute nicht. Jetzt. Der wäre vielleicht angekommen. Wenn da endlich irgendjemand, ich weiß nicht genau wer, LKW hingekriegt. Wer war das? Hier wollen wir auch noch was bauen. Hätten wir ja noch Platz. Irgendwas. Achso, ich wollte ja noch einen Schweinestall bauen. Für unsere Ferkel. Die wir ja irgendwann kriegen, ne? Wann die kommen? Ja. Das dauert nicht lange. Das ist, mehr oder weniger schon in Arbeit, ne? Ja, der Samen ist schon da gewesen. Sag ich euch. Weiß man nicht wann. Das heißt. So. Okay, 0,3. Nächste Tier, naja. Das wären mehrere Tiere, sag ich euch. Bestimmt so um die 6 bis 12. 0,2, 0,3, 0,3. Das gibt viele Schweine. Bei den Kühen, das sind 0. Bei den Kühen, Gesundheit ist, würde man sagen, perfekt. 0,7. 0,7 oder 6. 0,7 oder 6. 0,6, 0,6. Okay. Dann wird er gleich angekommen sein, unser Düngerfahrer. Da steht er schon. 1, 2, 4, 5. Juhu, Freude. Viel Geld verdienen. Ohne viel Aufwand, ne? Das einzige Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, dass man die immer erst richtig fahren muss. Also, sonst machen die Dummheit. Also, diese Stahlträger sind leider nicht. Aber die kann man nicht durchfahren, ne? So, jetzt wollen wir LKW suchen.
frag mich nicht, wo er ist. Eigentlich unterwegs im Holz. Genau, warum mal. Da mussten wir ja gleich los, ne? Die ganzen Fahrzeuge zurückholen. So, wir fahren jetzt Richtung ja, Paletten. Heizkraftwerk wahrscheinlich. Wenn wir die hinbringen können, dürfen. Oh, nicht wieder so. Wir müssen ein bisschen ruhiger fahren, ne? Mit der LKW ein bisschen die Reifen runter oder sowas. Ich weiß auch nicht genau, wieso der so spinnt. Müssen wir die Innenansicht wechseln, das wird besser. Beziehungsweise wir müssen mal ganz kurz frei fahren und dann die Innenansicht nehmen. Und dann ist es schnell fahren. So, wir könnten gleich rechts fahren oder mal Tankstelle. Nehmen wir Tankstelle. Gas wegnehmen. Sonst fahren wir gleich rein und wir wollen nicht tanken. Tanken müssen wir nicht. So, Richtung. Ah, schon mal richtig. Das heißt, wir müssen hier parallel neben dieser Fläche stehen. Dann müssen wir gleich auf. Auf U drücken, auf Aufladen. Und aussteigen. So. Mal, die werden schön aufgeladen. Hat er leer gemacht. Sauber. Hübsch, hübsch. Und eigentlich nehmen wir noch mit. Können wir normal fahren. So, denk mal Sägeweg. Sägeweg. 10 Minuten. Leerpalette. Grünplätze. Papier, Käse, Zement. Leder. Wir haben noch kein Schweinefleisch. Ja, Heizkraftwerk oder Baumarkt. Das ist minimal. Wie gesagt, normalerweise im Winter verkaufen. Weil jetzt ist absolut der Preis im Keller. Wer kauft jetzt im Sommer Paletten zum Heizen, ne? So ein Palett zum Heizen. Schlaue kauft dann, ja, der Schlaue kauft schon im Sommer, ne? Wenn es billiger ist. Aber wir haben nichts davon. Wir müssen Gas wegnehmen. Bremsen. Wir wollten von der die Ladebalken hoch, die BGH. Jetzt wo wir da durchfahren, wird eingefallen. Also gleich nachdem wir das verkauft haben, werden wir gleich entsprechend zur anderen BGH fahren, entsprechend die erste frühere Silage dort abladen, den Trigger und dann gleich zweite zu der anderen BGH bringen, wo wir gerade durchgefahren sind.
So. Noch verkaufen wir nicht, hat unsere EP. Die werden nicht auf einmal. Beziehungsweise. Ja. So. Können ein bisschen nach vorne fahren. Z. Jetzt verkauft immer die erste Hälfte, wo grün ist in dem Bereich. Und die andere Hälfte kaufen wir später. Jetzt werden wir rüberfahren zum BGH. Nach Möglichkeit schnell und zügig, ohne irgendwo anzuecken. So. So, die paar Dinge haben 40.000 eingebracht. Na, die verkauft wurden. Die anderen sind, stehen noch da rum. Immer der Preis wird eh fallen. Oder so. Von daher sind eigentlich ungünstig. Gut. Super tragisch. Einfach kraften. Der nächste Winter kommt bestimmt und die Preise höher. Da müssen wir entsprechend jetzt nachher schauen. Dafür da in Zukunft was auf Lager haben. Das heißt, es muss durchaus leer sein, voll sein. Das heißt, wenn wir Strom machen, dass da fleißig los eingesammelt wird und abgekippt wird. Strom werden wir schön über Crossplay sammeln und dahin fahren. Unser Lager werden wir auch voll machen. Und dann haben wir genug Heizstoff für die Einwohner hier, ne? Die wir dafür heizen können. Ökologisch. CO2-neutral, ne? Was wir also haben wollen, kriegen sie. So. Jetzt sind wir bei der BGH. Jetzt können wir endlich unsere Silageballen verhökern. Das ist erstmal die beste Methode hier, um Silage zu machen. Was für uns am schnellsten geht. So, wieso geht das nicht? X. L. Ach, Paletz, ja. Ja, HD-Ballen, Runde-Ballen. Von den ersten. Und einer fragt, wieso die Ballen weiß und grün sind. Hat nichts zu sagen. Das ist halt von der einen Presse und einer von der anderen Presse. So. Gleich drinne. Das Geld kriegen wir dann um Mitternacht. Ist auch okay. Also viel ist es gar nicht überlegst. Um Hochfeuer wichtig ist, dass wir die entsprechend behalten für Mischfutter später. Keine kaufen müssen, eher benutzen. So. BB und Z. Dann stehen sie parat und können entsprechend fleißig immer genommen werden, ne? Den nächsten aufladen. Können wir entsprechend eher schön verhökern. Gibt es morgen um 0 Uhr eine kleine Summe Kleingeld. Eine Fuhr noch holen und dann geht, reicht ja dann mal, oder? Dann haben die noch alles zu tun für heute. Den Rest halt morgen.
Den 17 Grad draußen, na schön. Natur echt explodieren. Aber Regen fehlt. Regen, Regen. Da sehe ich schon Probleme auf mich zu kommen. Trockenheit, Dürre, naja. Aber gut. Jetzt kommen später die Probleme. Unser Mais ist noch nicht gewachsen. Naja, braucht viel Hoffnung. Erst wenn die Meldung kommt, fehlgeschlagen, dann haben wir Probleme. Beziehungsweise keine Probleme. Probleme wird es. Man müsste doch mal was aussehen, kein Thema. Machen wir halt einmal, ne? So. Deaktivieren. Und dann gehen wir auf EB. Und. Der Abladen, ne? Z. Was mal gewesen. Nochmal wieder aufladen. Und. Ja. EB. Und Z. Holen wir noch eine Fuhre von da hinten und dann haben wir hier zweimal zu liegen. Einmal noch eine Reserve für später. C. Zeit. 16. Ups. Wenn wir gucken und nur Zeit gucken, ne? Gut, dass Versicherung zahlt. So, können wir Gas geben. Ah, unser Maisfeld. Wo früh immer sehen. Wir können ja die Zeit ein bisschen beschleunigen. Jetzt können wir beschleunigen. So, 15. 30. Im Normalfall mache ich es nicht, aber wir sind so weit durch. Weitere Missionen, ich glaube, es Rennen geben würde. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch mit Blumen annehmen möchte. Wird mir zu langweilig. Dass kein KI-Verkehr fährt, ne? Wir haben schon einen Crash gehabt, voll gerammt. Da sind diese Hauptstraßen gefährlich für uns. Können wir morgen Gras mähen, wenn es reif ist. Also es ist zwar schon reif, aber noch nicht voll reif. Ich denke mir eher ein bisschen später. Aber mal schauen. Guck da, wie das weggeht. Aber wie gesagt, wir laden hier die mal auf. Und dann werden wir die drüber fahren, zu anderen BGH. Und dann den Rest können wir hier dann reinschmeißen. Da liegt sogar noch ein bisschen Heu. Wenn wir früher Nacht kriegen, als wir uns denken, ne? Na ja, gut, aber wir müssen auch entsprechend weiterkommen. Jetzt kommen wir ja nicht vorwärts. Wir arbeiten ihnen keine an weiter. Die eigenen Felder können wir noch nicht düngen, leider. Kartoffeln, die Rüben sind fertig. Kartoffeln und unser zweite Feld da. Ich glaube Mohn oder was Hopfen gewesen. Ich glaube Hopfen. Die Erntemission, ja. Ich weiß nicht, das dauert ziemlich lange, ne? Dauert lang atmen. Atmen. Viel Luft brauchen wir da. Ja, 1,7. So, unter normalen Umständen wäre jetzt die Folge jetzt meine. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sehe gerade die Zeit. Ich sag mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Alles weitere morgen zur nächsten Folge. Tschüss. Danke fürs Reinschauen. Ciao.